Frühstück mitnehmen? Willst du den Kleinen? Egal, füllen wir weg von hier. Nee, dann komm, ich steig ein. Danke. Jetzt heiratet mein Kumpel Jochen schon zum dritten Mal, ja? Und ich soll schon wieder einen neuen Spruch für seine blöde Hochzeitszeitung schreiben. Und was Neues? Schreib doch einfach den gleichen Kram wie vorher rein. Das habe ich beim letzten Mal gemacht. Ja, und diesmal muss es was Neues sein. Ich verstehe sowieso nicht, warum Leute wieder heiraten. Oder nochmal heiraten. Oder überhaupt heiraten. Ist doch gar nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß nicht. Wenn man die richtige Person gefunden hat, finde ich es eigentlich ganz cool. Wolltest du mir was sagen? Nee. Aber falls ich heiraten sollte, sage ich dir Bescheid. Kannst du dir vielleicht mal überlegen. Ja, was ist denn die Alternative? Mit 60 und im Rollator durch irgendwelche Clubs zu ziehen? Was ist daran falsch? Ja. Ah, schönen guten Tag. Wir sind von der Kriminalpolizei. Naseband, mein Kollege Ritter. Sie müssen Frau Hall sein und vermissen Ihre Tochter. Stimmt, kommen Sie doch bitte rein. Danke. Naja, also wie gesagt, meine Tochter ist noch immer nicht aufgetaucht. Alice heißt sie, ja? Ja. Darf ich? Ja. Und wie alt ist Ihre Tochter? Ist gerade 18 geworden. Letzten Monat. Ich habe ein Foto von ihr in ihr Zimmer, das hole ich Ihnen gleich. Okay. Und seit wann ist Ihre Tochter verschwunden? Samstagnacht ist sie nicht mehr nach Hause gekommen. Heute ist Montag, das ist ja schon 2 Tage her. Das ist nicht ungewöhnlich für alles. Es kommt öfter vor. Wenn sie mit ihrer Freundin Party machen geht, ja, dann bleibt sie mal über Nacht. Haben Sie die Freundin schon angerufen? Ja, aber keiner hat was von ihr gehört. Die Schule hat gerade angerufen. Naja, da ist sie in der Früh auch nicht aufgetaucht. Und ich weiß, ihr Abi ist ihr so wichtig. Ich habe 1000 Mal auf ihr Handy versucht, aber das ist aus. Ist denn am Samstag irgendwas Ungewöhnliches vorgefallen? Naja, wir waren im Beatclub, Alice und ich. Wo? Das ist in der Südstadt. Sie wissen schon, den neuen Innschuh. Ja. Sie gehen mit Ihrer Tochter in die Disco? Nein, das war Zufall. Aber es war Samstagabend. Ich wollte auch mal weggehen und Spaß haben. Mama, was machst du denn hier? Ja, feier natürlich. Tolle Lauf. Ich wusste ja gar nicht, dass du da bist. Du hast dich gerade getroffen. Das ist meine Hose. Cool, oder? Ach, so geil aus, Schatz. Mama, lass das. Du bist so peinlich. Sorry, Leute, ich muss weg. Alice! Nee, lass das mal nicht. Alice, Schatz, sie bleibt stehen. Schatz, sie bleibt stehen. Und wie spät war es da? So gegen 1:15. Ich bin ihr nachgelaufen. Die war völlig hysterisch. Ich verstehe das nicht. Alles hat total gespinnt. Die meisten Mädels wären froh, wenn ihre Mutter noch so cool drauf ist und mit denen abfeiern will. Und was ist dann passiert? Sie hat mich angeschrien. Ich bin erbärmlich. Sie will mich nie wiedersehen. Na ja, dann ist sie weggerannt und bei jemandem im Auto gestiegen. Ach so. Wissen Sie zu wem? Ich habe keine Ahnung. Aber die Marke habe ich mich gemerkt. Es war ein orange Ford Mustang mit schwarzer Rennstreifen. Gut, dann werden wir jetzt erstmal rauskriegen, wer solche Autos hier in der Gegend fährt. Ich weiß nicht. Da ist was passiert. Eine Mutter spürt sowas. Hat Ihre Tochter eigentlich einen Freund? Nicht, dass ich weiß. Alice und ich haben kaum miteinander geredet. Pubertät und so. Okay, am besten wir schauen uns erstmal im Zimmer Ihrer Tochter um. Vielleicht finden wir da irgendwelche Hinweise auf einen Freund. Und dann klärt sich die Sache vielleicht ganz schnell. Ja? Meine süße Alice, dein Körper ist mein Wunderland. Du machst mich glücklich, Joe. Wissen Sie, wer dieser Joe ist? Nee, aber ich weiß, Alice hat ein neues Armkettchen an. Sie hat mir gesagt, sie hat es gekauft, aber ich habe sie ihr nicht abgekauft. Ich habe gesehen, dass es kein billiger Modenschmuck ist. Und wenn ich das Schachtliche sehe, das ist ziemlich teuer. Also. Gut, wir brauchen nur noch die Namen und Telefonnummern von den Freundinnen, mit denen Ihre Tochter am Samstag unterwegs war. Ich
Ist ein aktuelles Foto Ihrer Tochter? Das habe ich genommen, wenn sie 18 geworden ist. Können wir das mitnehmen? Und sollte sich Ihre Tochter vorher melden, dann sagen Sie bitte sofort Bescheid, ja? Das mache ich. Okay. Ja, die Techniker sollen sich beeilen mit dem Laptop. Nee, das Handy lässt sich nicht orten. Wir werden gleich mal mit den Freundinnen sprechen. Ja, Rupert. Bis nachher. Ciao. Ja, dann kommt mal durch. Das ist meine Kollegin Alexandra Rietz. Das sind Nadine Steiner und Sarah Glien. Bitte, nimm Platz. Ja, hallo. Also, worum es geht, das wisst ihr ja bereits. Ja, die Mutter von Alice hat gestern schon versucht, uns anzurufen. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo sie ist? Naja, nach der Aktion, die ihre Mutter gebracht hat am Samstag, hat sie sich garantiert irgendwo verkrochen. Also ganz ehrlich, wenn meine Mama in der Disco auftauchen würde, in der Latexhose, da würde ich auch im Boden versinken. Und nach dem Club, da hattet ihr keinen Kontakt mehr zu Alice? Naja, wir dachten halt, sie ist mit ihrer Mutter heimgefahren. Außerdem waren wir auch ein bisschen betrunken. Mhm. Naja, also sie ist schon zu jemandem ins Auto gestiegen, es war aber nicht ihre Mutter. Hat sie vielleicht einen Freund? Alice? Nee. Die ist zwar eine Süße, aber die sieht immer noch aus, als wenn sie 14 wäre. Darauf stehen die Jungs eben nicht. Die wollen richtige Frauen. Ja. Mhm. In Alice' Zimmer, da haben wir so eine Schmuckschatulle gefunden. Die hat sie von einem Joe. Wisst ihr, wer das sein könnte? Das könnte natürlich auch eine Abkürzung sein. Für Jonas oder Johannes. Hannes? Nee, das glaube ich nicht. Klar, der flirtet alles ständig an. Das habe ich nicht mitgekriegt. Aber nennt ihn überhaupt jemand Joe? Wie heißt er weiter? Johannes Dragard, der ist Barkeeper im Beat Club. Also der Club von Samstag. Genau, ja. Hallo? Der Chef meinte doch, dass dieser Johannes Dragard jetzt hier sein muss, oder? Der wird hier auch irgendwo sein, die Tür stand hier offen. Hallo? Na gut, dann warten wir halt kurz. Hattest du eigentlich schon einen Geistesblitz, was deine Hochzeitszeitung angeht? Dieses Thema geht mir so auf die Nerven mittlerweile. Wenn mein Kumpel Jochen endlich mal treu wäre, der müsste jetzt nicht zum dritten Mal irgendeinen Schwachsinn in so eine Hochzeitszeitung reinschreiben. Tja, Freunde kann man sich halt nicht aussuchen. Nee, Freunde schon, Familie nicht. So war das. Sorry, hab sie gar nicht kommen hören. Ich mache hier gerade alles für die Afterwork-Party fertig. Sind Sie die Typen von der Kripo? Ja, wir sind die Typen von der Kripo. Sind Sie Johannes Dragard? Ja, das bin ich. Mein Chef meinte schon, dass Sie vorbeikommen. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um Alice Hall. Kennen Sie die? Ja, die Kleine kenne ich. Die hängt ja fast jedes Wochenende mit ihren Mädels ab. Letzten Samstag auch? Ja, da war sie auch da. Sagen Sie, werden Sie auch Joe genannt? Nein, wie kommen Sie denn da drauf? Sind Sie und Alice ein Paar? Ich und Alice? Sehe ich so aus, als würde ich mich an die kleinen Mädchen ranmachen? Die interessieren mich doch gar nicht. Wissen Sie, ob Alice einen Freund hat? Das weißt du wirklich nicht. Ich kannte dich doch kaum. Also erstmal, die Technik konnte das Passwort vom Laptop des Mädchens knacken. Aber da war nichts Interessantes drauf. Keine Hinweise auf Ihren Freund? Nein. Aber ich habe noch was anderes. Alex und ich haben alle Halter von orangen Ford Mustangs in der Umgebung gecheckt. Und da ist ein Josef Walz dabei. Josef, das könnte doch dieser Joe sein. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Wir haben den Kerl schon ins KF bestellt. Ja, ihr seid ja clever, Kollegen. Gut, bis später. Ciao. Ja, Alice und ich, wir haben eine Affäre. Aber wo sie steckt, das weiß ich nicht. Ganz schöner Altersunterschied, oder? Ja, ich weiß. Ein 42-jähriger Arzt und eine 18-jährige Schülerin. Aber ich konnte ihr einfach nicht widerstehen. Herr Walz, wie haben Sie sich kennengelernt? Sie hat vor ein paar Monaten ein sechswöchiges Praktikum im Luisenkrankenhaus angefangen. Ich bin dort der Oberarzt und naja, sie hat mir schöne Augen gemacht und Alice ist nicht so unschuldig, wie sie aussieht. Sie hat mich regelrecht verführt. Also Sie sind das unschuldige Opfer, ja? Hören Sie auf. Ich meine, sie ist volljährig. Also wir haben nur wirklich nichts Verbotenes getan. Und warum weiß da niemand was von Ihrer Beziehung? Affäre.
Es ist eine Affäre. Ich möchte nicht, dass darüber erzählt wird. Ich möchte nicht darüber erzählen, denn schließlich, ich habe einen sehr guten Ruf. Und den setze ich nicht aufs Spiel wegen so einer kleinen... Affäre. Ja, genau. Das Mädchen wird seit Samstagabend vermisst. Wann haben Sie Alice das letzte Mal gesehen? Ich habe sie am Samstag von der Diskothek abgeholt. Beat Club. Bitte? Der Laden heißt Beat Club. Ach so, ja. Ich habe mir das nicht gemerkt. Alice hat mir die Adresse mitgeteilt. Ich habe ihr eine SMS geschrieben. Und als ich so gegen eins dort war, stand sie schon draußen. Und wo sind Sie dann hingefahren mit ihr? Wir wollten zu mir nach Hause, aber auf dem Weg dorthin musste ich tanken. Ich hab bezahlt. Und als ich wieder rausgekommen bin, da war sie weg. Wie weg? Naja, okay, wir hatten einen Streit während der Fahrt. Und wahrscheinlich ist sie deswegen abgehauen. Worum ging es bei dem Streit? Naja, sie hat rumgejammert. Sie wollte von ihrer Mutter wegziehen und bei mir einziehen. Aber das ist völlig absurd. Was denkt sich die Kleine? Ich meine, es ist ja nur eine Affäre. Herr Walz, als Sie bemerkt haben, dass sie weg ist, was haben Sie da gemacht? Na, ich bin nach Hause gefahren. Wie? Sie sind einfach nach Hause gefahren und haben das Mädchen da zurückgelassen? Was heißt denn zurückgelassen? Ich meine, sie war doch weg. Welche Tankstelle war das denn? Ahornstraße, Ecke Bachstraße.